Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Castlevania. Und da geht's auch schon ziemlich brutal los. Ja, lasst mich ganz kurz diesen Kampf beenden und dann begrüße ich euch auch anständig. Das ist doch gerade etwas doof, mit einem Kampf jemanden zu begrüßen. Kamera ist gerade ziemlich beschissen. Darf ich? Darf ich meine Zuschauer begrüßen? Das wäre sehr nett. Und mir wurde einmal in den Kommentaren gesagt, dass die Effekte vom Kampf ein bisschen zu laut sind. Lass mich einmal Stimme kurz vorstellen. Effekt ist einmal runter und Musik. Bei Musik habe ich die Befürchtung, dass die mir jetzt auch um die Ohren haut. Ich denke mal, es sollte so ungefähr hinhauen. Ich hoffe es, dass jetzt die Kampflautstärke nicht ganz so laut ist. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Und ich begrüße euch hier noch einmal. Herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lord of Shadows. Jetzt wieder eine längere Aufnahmesession, damit ich etwas auf Vorrat für euch habe. Ich weiß nicht, was in den letzten Folgen passiert ist. Ich habe jetzt auch nicht reingeguckt. Die Erinnerungen werden im Laufe der Zeit wiederkommen. Entschuldigt bitte. Ich weiß nur noch, dass wir durch einen Irrgarten gerannt sind, auf einer Riesenspinne gereitet sind und dass wir gegen einige Vampire gekämpft haben, dass wir da so komische Schach gespielt haben. Langsam kommen die Erinnerungen wieder, ich sag's doch. Ja. Jetzt sind wir hier in den Gemäuern und kommen der Vampir-Lady immer näher, habe ich das Gefühl. Und ich sollte hier echt aufpassen, dass ich nichts übersehe. Ja, hi! Na, hallöle. Und besser spät als nie. Ich habe in meinem Aufnahmeprogramm etwas umgestellt. Es ging mir seit einiger Zeit ziemlich auf den Keks, dass das Bild so unscharf ist. Also sozusagen, dass die Schrift so verschwommen ist und es lag an meinem Aufnahmeprogramm. Ich hatte da was falsch eingestellt gehabt. So, dass es bei Final Fantasy, wenn da was zu lesen war, das nicht wirklich zu lesen war, weil das eben so verschwommen war. Bei Castlevania war es jetzt auch immer verschwommen. Und ja, das lag daran, dass ich Half Size oder so eingegeben hatte. Also da war das Häkchen bei halber Screen. Und jetzt habe ich das auf Full. Und jetzt dürfte normalerweise alles scharf sein, was noch scharf geht. Und das heißt, ihr könnt, wenn ich jetzt hier ins Bestarium gehe, oder hier bei Charakteren, dass ihr jetzt hier richtig mitlesen könnt. Also, es sollte jetzt eigentlich scharf sein und nicht mehr so verschwommen. Ach, Gabriel. Ernsthaft? Was soll das denn jetzt? Also jetzt verstehe einer mal die Welt. Ich verstehe es nämlich gerade nicht. Ich sollte hier echt nicht rumtrödeln, habe ich das Gefühl. Gabriel, noch mal bitte hoch. Okay. Ach, leck mich doch am Arsch.
Ernsthaft? Ich will darüber. Gabriel. Ups! Ich wollte doch nur darüber! Ich wollte doch nur die Leiche plündern. Man lässt mich aber nicht. Ich will dahin. Ich will Leiche plündern. Ja, wohin jetzt? Ich will Leiche plündern. Komm schon. Und hoch mit dir. Ja, Leiche plündern. Hahaha. Ja, so gefällt mir das. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass mein Bild nicht flackert. In der Aufnahme sollte man es eigentlich nicht sehen. Aber mein VGA-Kabel scheint ein bisschen zicken mit mir zu machen. Einen Moment, ich drück mal ganz kurz auf den Pausebildschirm und fummle mir mal mein Kabel hier zurecht. Ich verbinde nämlich meinen Laptop gerade mit meinem netten Fernseher und das Kabel scheint Wackelkontakt zu haben. Ach, alles andere als professionell hier. So, ich hoffe, es flackert jetzt nicht mehr, sonst weine ich. Ernsthaft. Okay, da scheint es nicht weiter zu gehen. Boah, das sieht so alles genial aus. Und jetzt, wo ich das endlich mit denen aufnehme, richtig gemacht habe, sollte ja alles prima flockig sein. Oh Gott, was bist du denn? Ich habe ganz dunkle Erinnerungen an euch. Gib mir das Ding her. Alter, was soll das denn? Oh Gott, ich werde hier verdroschen. Ja, gib mir die A-Taste. Hoch mit dir und spring. Na, in der Luft scheint dir ja nicht ganz so viel ausrichten zu können, habe ich das Gefühl. Kamera? Die Kamera ist gerade so eine Bitch. Sollte die mal hier einsetzen. Okay, hier muss ich lang. Ich konnte mich. Oh, Alter. Gabriel! Danke. Spring einmal rüber. Einmal. Moment.
Okay, ich muss doch hoch. Und ihr könnt den Text mitlesen, weil das Bild eigentlich scharf ist. Oh, ich freue mich so. Ihr könnt mitlesen, wenn ihr wollt. Ah, oh, ist das schön. Ich habe versucht, mir einen Überblick über die Größe der Burg zu verschaffen. Sie ist wahrlich riesig. Der dunkle Fürst, der hier herrscht, ist gut geschützt. Und ich fürchte, dass keiner aus der Bruderschaft je nah genug an ihn herankommen wird, um ihn herauszufordern. Es ist kalt hier und der Wind geht einem durch Mark und Bein. Ich kann von Glück sagen, dass man mich bislang nicht entdeckt hat, aber ich weiß nicht, wie lange das so bleiben wird. Nett. Randale! Du hast nicht die nötigen Schlüssel, um diesen... Oh Gott, ich brauche einen Schlüssel. Ernsthaft? Wo muss ich dafür lang? Oh Gott, ich ahn's. Ich ahne es, hier unten, ne? Ja. Warum frage ich das Spiel überhaupt noch? Lass mich die Leiche flattern. Und lass mich lesen. Ach, und schon wieder diese Idioten. Oh, ich mag die nicht. Die trecken mir echt zu viel Leben ab. Also, das sind einer der Gegner, die ich überhaupt nicht mag. Dann nehme ich gerne diese Unterweltler-Vampire. In dieser Burg habe ich ein schreckliches Experiment... Oh Gott. Nochmal von vorne. In dieser Burg haben ein schreckliche Experimente stattgefunden. Die Leute erzählen sich von Uhrwerkmaschinismen, ja, die sich aus irgendeinem Grund immer weiter drehen und von seltsamen Apparaten, die durch die dunklen Gänge streifen. Punkt. Ich sollte das Punkt mal besser lesen. Oh, ich liebe. Ja, es ist spät abends. Tut mir leid. Es schlagen hier oft Blitze ein. Ist es etwa das, was diesen Dingern Leben eingehaucht hat? Ist die Burg etwa ein riesiger Blitzableiter für die enormen Mengen an Energie, die nötig sind, um diese unheiligen Abscheulichkeiten wieder zu erwecken und die Experimente durchzuführen, in denen sie geschaffen wurden? Oh Gott, diese langen Fragen manchmal. Ja, aber gute Frage. Wenn man sich das mal so durchliest, hat man wirklich so ein bisschen die Vermutung, als wäre die ganze Burg wie ein Blitzableiter. Und wir geben den Bösen eins auf die Rübe. B, 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 B. Und hier, ich heile mich einfach mal. Danke. Und der Gegner wartet natürlich so schön, das ist auch herrlich. Rest in peace. Okay, das war nur so einer, der so ein bisschen
Ruhe stiften wollte. Ach du Schande, wo... Ja. Hä? Ups, da bin ich wohl unfreiwillig etwas abgestürzt. Ihr müsst warten. Alter! Also so ein bisschen konzentrieren muss ich mich ja schon, wenn ich ehrlich sein soll. Alter, lass mich doch mal hier! Alter! Kommt ran! Oh, das darf doch nicht wahr sein! Es will einfach nicht so. Na, habe ich den Schlüssel jetzt mal? Alter Vater. Gabriel, ich bitte dich. Du fällst mir jetzt hier nicht runter in den Abhang. Um Wetten oben muss ich gleich nochmal kämpfen auf den engen Raum. Ich... Ach komm schon. Wir haben jetzt diesen verdammten Schlüssel und wehe, jetzt kommt hier was. Gut, es kommt nichts. Es kommt nichts. Und ich muss mal kurz das Mikro richten. Moment, es könnte rascheln. So. Dann wollen wir mal... Möchte ich jetzt hier runter? Ist auch immer wieder gut, hier alles zu erkunden. Guck mal, da sitzt eine...
Leiche, Puppe, was auch immer? Kriegt man hier eine Info? Bestimmt Rätsel. Dumm-dusch. Wusste ich's doch. Auf dieser seltsamen Maschine steht an der Seite etwas geschrieben. Nicht länger soll es sich zeigen in rotem Gewand. Lässt du die Kugeln fallen, so brauchst du Verstand. Dieses Spielzeug war ein Geschenk meiner Mutter, der Königin. Um zu ihrem Thron zu gelangen, färbe alle Kugeln grün. Moment. Lass die Kugel... Warte mal. Nicht länger soll sie zeigen im roten Gewand. Lässt du die Kugeln fallen, so brauchst du Verstand. Dieses Spielzeug war ein Geschenk meiner Mutter, der Königin. Um ihren Thron zu gelangen, färbe alle Augen? Ach nee, Angeln. Was lese ich denn hier überhaupt? Angeln. Ich möchte ja kein Hate in den Kommentaren haben. Verstanden? Okay. Okay.